Bereite einen Hinterhalt vor, Kaiser. Ja, ihr wisst, dass wir bezahlen können. Nee, könnt ihr wohl nicht. So, damit ist wenigstens wieder unser. Damit ist Venedig wieder unser. Das Reich sehr schön. Ist siegreich. Gott ist auf unserer Seite, Kaiser. Wir haben gesiegt. Wir rauben aus. Das ist schon eine Menge Geld. Wir müssen uns von niemandem mehr verstecken. Wir müssen nicht mehr vorspielen, irgendjemand anders zu sein. Sie sollen uns alle hier fürchten. So. Wir bräuchten eine Besatzung in der Stadt. Eine helle Bartenmiliz und eine Pikenmiliz, das reicht schon. Dann würde ich hier eine Armeekaserne bauen. Und einen Büchsenmacher. So, die Armee kommt jetzt nach Süden, nach Rom. Das können wir nicht, Kaiser! Marschiert! So, das sieht jetzt alles gut aus. Wir haben die Armeen jetzt eigentlich verteilt. Die wartet hier darauf. Die Befehle, Kaiser. Darauf. Ein ehrenvoller Tod. Nein, nein, das war kein ehrenvoller Tod. Wir haben es gesehen. Es war furchtbar. So, dann schauen wir mal. Siedlungen. Gut. Stockholm hat ein Problem. Bup. So. Da könnten wir immer ein bisschen Geld. Wir könnten eine Verwaltung reinsetzen, damit die ein bisschen glücklicher sind. Und ein Minenverbund. Ich hätte gern Geld. Genau. So. Wir werden belagert. Das werden sie bereuen. Also, wo werden wir belagert? Ich hab's nicht gesehen. Bestimmt Rom. Aber dann ist es ja gut, dass wir die Armee da nach Süden schicken. Das Ägypten will irgendwas, aber was machen die hier? Der Tod geht um. Mailand. Oh, schade, ist meine schönste Stadt. Ja, das geht noch. Schade, schade, schade. Kanone würde ich wirklich da gerne bauen. Das reicht aber. Ist sowieso noch im Bau. Wir sollten mal die Steuern ein bisschen runtersetzen, damit wir ein bisschen glücklicher sind. Ach, lass mir das. Obwohl Genua hat ein Problem. Ja? Ja, Kaiser. Schlage das sehr hohen Steuern. Auf. Da könnten wir einen Bürgermeisterplatz reinsetzen. Genau, Rom war es, dass wir jetzt gerade belagert wird. Genau. Rundenbericht. Aber wir haben immer noch Geld. Fortschrittliche Seite. Bin ich. Zielbran. Nö. Blödsinn, warum will ich denn die Siedlung da haben? Wolfram von Bremen. Ja, 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 ja. Baubericht, Kirche, Werkkaserne, das ist alles in Ordnung. Das sind so Sachen, die sind nicht mehr so wichtig. Wir müssen das große Ganze betrachten. Jawohl! Ich suche den ehrlichen Kampf, mein Feind. Katapulte. Wenn unsere Verstärkung da ist, könnten wir da einfach überrennen. Unsere Schlachten lassen Gottes Gerechtigkeit walten. Pilger. Also, was können wir denn hier machen? Das ist Gagliari. Da könnten wir ein Jostregister mal bauen. So, hier war ja was. Kaiser! Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser! Ja, ich suche den ehrlichen nicht. Kampf, mein. Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Baumeisterwerkstatt für Tribok? Nö. Große Marwade kann Schiffsbombarden, Kanonen verbessern, Marine werft. Nee. Eine Bewässerung? Plus 4. Ich würde hier den Kanonenmacher mal bauen. Und den Bordeaux hätte ich gerne.
In der Waffenkammer. Befehle, Kaiser! Jetzt hier könnte ich generell mal ein paar Truppen runterschieben nach Toulouse. Kaiser, marschiert! Befehle, Kaiser! Verbinden, marschiert! Ja, da brauche ich ein paar Truppen hier. So, das Schiff kann dort bleiben, das ist kein Problem. Edinburgh hat ein kleines Problem. Dann machen wir gerade den Büchsenmacher. Ich hätte aber gerne... Ich glaube, ein Vergnügungsbelast wäre dort besser. Den Büchsenmacher brechen wir ab, den brauchen wir nicht. Hat eine Menge Geld gekostet. Jetzt aber... Wo ist die Armee? Oh. Die waren wirklich nach Rom rüber. Lasst uns zuschlagen, Kaiser! Das interessiert uns aber nicht. Was sind das für Truppen? Leichte Infanterie. Speermiliz. Die haben alle kein Geld mehr. Das heißt, wir hauen uns einfach... Wir hauen uns satt. Und das Fleisch von Krakau. Wir sind bereit zum Kampf. Also, wir wollen die Krakauer... Wir haben die Belagerung begonnen. Sie sind verloren. Ja, wir wollen jetzt die Krakauer Wurst. So, Belagerungsarmee ist bereit zum... Kaiser! Drei Infanterieeinheiten. Ja, mein Kaiser! Ja, vorwärts! Ja, Kaiser! Ziehen in die Schlacht! So, an Toren vorbei. Siegreich. Wir greifen... Die Falle steht bereit zum Zuschnappen, Kaiser. Wo greifen wir denn an? Ich glaube, die Küstenstadt würde ich dort gerne. Nähern uns den Feinden des Reiches! Frankfurt sieht eigentlich ganz gut okay aus. Ja, mein Kaiser! Kaiser! Genau. Ja, Kaiser! Die Kavallerieeinheit schicken wir rüber hier zur Brücke. Marschiert! Prag, wir können die Kanonen Befehle, mitschicken. Kaiser! Kaiser! Vorwärts! Die heutige Reise ist vorbei! Hätte ich gerne Verwaltung. So, können wir da noch was mitschieben? Nee, lassen wir erstmal. Wir haben hier in Venedig eine große Armee. Müssen wir noch fortgebildet werden. Meiner hat ein Problem wegen der Krankheit. Da darf jetzt niemand rein oder raus. Das wäre schlecht. Genau, Befehle, die sind noch Kaiser. Unterwegs. Hier war der General noch unterwegs. Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Genau, Krakau wird belagert. Die Armee im Norden greift dort zu. Er wird morgen ein toter Mann sein. Tod oder Zerstörung, Kaiser? Ja, ich überbringe ihm eure Nachricht. Wie ist denn der jetzt gestorben? Oh, wir sehen es nicht mehr. Verratet mir den Namen des Ziels. Er weckt den Diplomaten. Er ist wird nicht ein mehr toter Mann. Er wird morgen ein behandelt. Toter Mann sein. Ist alles ja, vorbei. Ja, bin unterwegs. Schnell und leise. Jetzt fehlt nämlich nur noch das Schwert. So, Zagreb. Könnt ihr eigentlich endlich mal bessere Truppen... Könnten wir sogar. Wir könnten Schützen herstellen. Rom ist gerade noch... Ging das durch mit der Armee? Ja, wir haben zwei weitere. Die kommen nie durch die Mauern. Vielleicht schon, die haben viele Katapulte. Aber weiter kommen sie sowieso nicht. Vielleicht können wir sogar weit genug schießen. Das wäre schön. Die Armee ist gerade unterwegs. Und mehr können wir gerade nicht ausbilden. Spanien ist da. Ich sollte die kleineren Posten dort auflösen, weil die bringen mir nichts. Sollen sie lieber versuchen, die Zitadellen anzugreifen? Da kommen sie sowieso nie durch. Schwertschmiede gilt in Bordeaux. Super, weil dort bilden wir sowieso die Infanterie aus. Das Ableben dieses Schurken würde viele Menschen erfreuen und unseren Weg zum Erfolg ebnen. Der Rat schlägt vor, dass er einen Attentäter schickt, um die Reise dieses Manns ins Jenseits zu beschleunigen. Bisprüm der Geizige. Gerne doch. Ich glaube, das schaffen wir sogar mit den Truppen. Wir könnten vom Rücken nochmal angreifen. Problem ist die Besatzung dort. Eigentlich müssen wir die da lassen.
Wir schicken die Kavallerie. Ja, Kaiser! Die sind sogar glücklicher damit. Also, er geht mal dorthin. Und unsere Haupttruppen schlagen von hinten zu. Aber wie viele sind das? Kaiser! Wir könnten die mitnehmen. Befehle, Kaiser! Ja, ja schon. Mein Kaiser! Ja, Kaiser! Also, den nehme ich mit, dann kommt die Kavallerie von der anderen Seite. Wir hauen die einfach weg. Formiert euch, Männer! Stellt euch den Wichtig Feinden ist, des Kaisers. Wir müssen den General entweder erschlagen oder gefangen nehmen. Weil darum geht es im Auftrag. So. Position, das passt schon. So. Oh, ist ein schöner Hügel hier. So, wir bleiben mal hier so statt hier. Ja, das geht schon. So, andere Schützen. So, der General bleibt hier. So, ihr seid jetzt eine Truppe. Ihr bleibt hier. Ups. Okay, irgendwie ist da ein Fehler drin. So, jetzt. Einhalten! Schneller! So, und die schöne Verstärkung ist da. Wir sind zwar leider nur hinter Kavallerie-Miliz und deutsche Söldnerritter, aber es ist Kavallerie. Das ist einfach nur leichte Infanterie. So, dann marschiert mal nach vorne. So, was haben die hier? Speerträger, ein bisschen Kavallerie. Okay, das ist leichte Infanterie. Und Bauern natürlich. So, ich denke, wir sollten schnell diesen Hügel hier erobern. So, andere Einheiten los. Der General kann ein bisschen langsamer vorgehen. Okay, die schießen dann selber. So, haut ihn weg, haut ihn weg. Ihr drei reitet hier drum herum. Du kommst mit. So, ihr werdet hier mal die weghauen. Du hast die weg und du ebenfalls, die dahinter. So, was war denn das? Flaggelampen. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Ja, das ist kein Problem für uns. So, Infanterie. Nach vorn mit euch. Ihr greift die an. Die. 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 Und die. Verbündeter General wurde erschlagen! Was? Achso, das war der Hauptmann. Das ist kein Problem. Ich dachte schon, der Hauptmann kann ja sterben. Das ist kein Problem. So, unser Einsatz kommt jetzt. Los, Leute. General ist ganz schön stabil. Also einfach hier reinschlagen. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser.
So, ihr haut die weg. Ihr reitet drumherum und schlagt die weg. Jetzt versuchen wir hier die Leibwache wegzuhauen. Ich glaube, das ist die, oder? Oder war das die Leibwache? Das kann auch sein. Wir schicken mal unseren General hier rüber. Notfalls soll er dann mit reinschlagen. Sieht nach einer Katastrophe aus. Aber ich gebe mir jetzt auch gerade nicht wirklich Mühe. Ich kann das ja schon besser. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren. So, die Leibwache, die kommt mit. Söldnerkavallerie. Okay, es geht schon. Der General ist aber echt stabil. Unsere Haune werden hier schon von leichter Infanterie weggehauen. Aber deren Truppen. Mein Herr, nur noch die halbe Streitmacht ist übrig. Ja. So, das ist die Leibwache. Die darf nicht fliehen. Haut hinter. Ja, mit. Kommt schon. Das Reich liegt tot zu unseren Füßen. Der feindliche General flüchtet, dieser Feigling. Zerfrüchtet. Und zermalmt den Feind. Ja, komm schon. Seht, wie unser feiger Feind rennt. Zeit, den Angriff voranzutreiben. Dass er es hier sein kann. Da ist die andere Leibwache. Die können wir aber auch noch weghauen. Ja, er fliegt, glaube ich. Er schafft es wahrscheinlich noch. Komm schon. Nein, wir haben es geschafft. So, dann macht es den Rest. Kann bestreiten, dass wir die Sieger dieses Tages sind. Ja, wir haben unsere gesamte Kavallerie verloren. War aber auch schwache Kavallerie. Okay, das ist Thomas Penck. Den können wir freigeben. Teilen die Einheiten des Reiches! Oh. Es war eine Attentatsmission. Ja, wir haben eine andere Art von Attentat ausgeführt. Wollt ihr die Macht des Reiches spüren? Dann kommt näher! Ich hab's vergessen. Ich habe vergessen, dass sämtliche Hauptmänner einfach Verräter sind. Kaiser? Ja, Kaiser! Mein Kaiser? Okay. Geh nach Magdeburg. Ja, ja, mein Kaiser. Ihr bleibt in Magdeburg, weil sonst seid ihr auch einfach weg. Kaiser! Die Kanonen bleiben in Breslau. Marschiert! Ich habe komplett vergessen, dass hier einfach alle Verräter sind. Timuriden sind die reichsten. Die Mongolen sind fortschrittlicher als ich.
Ja. Im Krieg Timurid mit den Mongolen, das hört man gerne. Kann ja, stirbt. Ja. Einer von Böhmen. Bewegungsbericht. Grauenhaft. Ja, alle hassen uns. Ich glaube, weil ich relativ. Verratet mir den Namen des Ziels. Ja, er wird. Eigentlich habe ich mich nur verteidigt von Anfang an. Ja, bin unterwegs. Deswegen ist es merkwürdig, dass sie mich alle hassen. Ja, mein Kaiser! Ja, Kaiser! Zieh ihn in die Schlacht! Wir machen das noch selbst. Wir befreien Rom. Ordnung verleiht den Menschen Mut. Verwirrung macht sie feige. Deswegen schießen wir jetzt mit der Ordnung der Kanonen weg. Katapult gegen unsere Serpentinen. Mal sehen. Wir haben sogar einen schönen Hügel. Und ein Gebäude ist da hinten. Unbekannter Typ. So. Könnt ihr sich hier verstecken? Nö. Die können aber da unten warten. Könnt ihr sie trotzdem verstecken? Ja, sehr schön. Die Kavallerie, der General kann nicht weg, aber die restliche kann sich auch verstecken, und zwar hier oben. Sehr gut. Oh, da fehlt sogar noch eine Einheit. Die kann einfach da rein. Noch eine Einheit, die kann auch da rein. So, und Infanterie, die wartet hinter den Kanonen. Schön, dass die Forlorn Hope in der Mitte ist. So, wichtig für die Serpentinen. Schießt die Katapulte weg. So. Forlorn Hope Company! So, wir haben Rücken noch von den Verstärkungen, aber die kommt erstmal nicht, weil sie nicht KI derzeit, genau, KI unterstützt ist. Das haben wir abgewählt. So, Katalanen kommen. Schicken wir jetzt mal die Infanterie nach vorne. So, wir sind genau in der richtigen Zeit runtergelaufen. Bevor irgendein Unglück passiert. Okay, einer hat es erwischt. So, da kommt er gefährlich. Das? Neue Ziele. Er greift die Kanone an. Das Katapult an. Du das. Du das. Du das. Und du den da. Weg mit dem. So, und Infanterie nach vorne. Bring den Kampf zu ihnen. Einheit flieht sogar von uns. Verdammte Söldner. Okay, zweite Einheit flieht. Okay, alle Serpentinen feuert mal auf die Einheit. Danach könnt ihr auf die feuern und dann auf die. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, okay, ist der General mit nach vorne. Schützen. Ich hoffe, er feuert auf die Einheit. Was ist denn das Katapult? Er flieht vor der Katapultbesatzung.
Leibwache-Schützen haut den Leibwache weg. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren. So, Infanterie neu aufstellen. Los. Wir müssen nämlich weiter auf den General feiern. Das ist schlecht. Schon wieder so ein Durcheinander. Der General ist auch fast wieder tot. Stelle ich mich auch einfach blöd an heute. So, ich stelle mich mal dahinter auf. Der Feind erringt die Oberhand! Okay, geschützte Kanonen, die sind wichtig. Ein Feind des Reiches liegt tot zu unseren Füßen! Ich glaube, das war eine Kanone. So, Feuer einstellen. Da sterben jetzt nicht viele. Weg da, weg mit euch. Und schon. Ach, einer ist tot. So, gesamte Besatzung der Kanonen, der ist ja mit ihnen. Wir müssen da mal weg. Infanterie nach vorne. Vielleicht sind die Söldner-Speerträger einfach. Die sind auch sofort geflohen, diese Feiglinge. Ah, kommt schon, wir brauchen die Kanonen wieder. Die können wir nicht wegwerfen, die hat jetzt nicht mehr genug Leute für. Moment mal, wir brauchen unbedingt die Kanonen. So, Infanterie nach unten. Habt ihr eine Kanone geschnappt? Ja. So, der Feind ist dort hinten. Freies Feuer. So, was ist das? Unsere Kavallerie, die kommt wieder hier hoch. So, General, du bleibst hier. So, die sind jetzt eine eigene Truppe. Ihr feuert auf die Leibwache. Mal sehen, vielleicht trefft ihr ihn. Die Einheit kann fliehen, die brauchen wir nicht mehr. Nee. Wir müssen die Einheiten neu ausrichten, sonst haben wir unsere eigenen Truppen da weg. Schlecht. Okay, das sind alles nur religiöse Fanatiker. Sollte unsere Kavallerie eigentlich schaffen. Dann stellt euch mal hier auf. Was ist denn mit denen, dass die ein paar sterben? Haben die irgendeine Krankheit oder was? Diese Schlacht läuft schlecht für das Reich!
Wir müssen das Blatt zu Nein, die läuft Gunsten gut. Wenden. Ja, restliche Knochen dahin. So, ihr schlagt die weg, ihr schlagt die weg, ihr schlagt die weg. Ich sehe einen drumherum. So, die weg. Was feiert ihr denn jetzt noch? Unser schwachköpfiger General hat sein Leben weggeworfen. Und vielleicht unsere Chance auf Sieg gleich mit. So, ihr feuert. Auf. Oh Gott, ich weiß nicht, auf Diese was. Diese Schlacht scheint sich zu unseren Gunsten zu entwickeln. Nein, das ist ganz furchtbar. So, einfach freies Feuer. Mir egal. So, haut den General weg. Alle miteinander. So, was macht die Verstärkung? Ja, wir können erstmal die hier wegräumen. Stellt euch mal auf, aber ich mache einen Sturmangriff dort. Seht, wie unser feiger Feind rennt! Zeit, den Angriff voranzutreiben! Dank sei Gott, der feindliche General flieht! Er hat okay, keine das war wieder in der Kanone. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren! Ja, haut sie weg. Einstellen, das brauchen wir nicht mehr. So, der kann das nicht wegräumen. Wieder hinten der ist. Das waren zwei richtig schlechte Schlachten, die ich gemacht habe. Keiner kann bestreiten, dass wir die Sieger dieses Tages sind. Ja. Trotzdem.